Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game of Thrones Video. Erstmal vielen Dank für die 1000 Abonnenten, die wir jetzt erreicht haben. Und als Abo-Special werden wir noch einmal alle Staffeln Game of Thrones bis zum Start von Staffel 8 analysieren und auch Recaps dazu produzieren. Und es geht natürlich los mit Staffel 1. Im Prolog treffen ein paar Männer der Nachtwache zum ersten Mal auf die Weißen Wanderer. Einer überlebt und wird von dem ungläubigen Ned Stark geköpft, weil er zum Deserteur geworden ist. Wir befinden uns in Winterfell, dem Sitz des Hauses Starks, bestehend aus Eddard Stark, dem König des Nordens, seiner Frau Catelyn Stark und den Nachkommen Jon, Robb, Sansa, Arya, Bran und Rickon. Jeder von ihnen bekommt bei einem Jagdausflug einen Schattenwolf geschenkt. Als Eddard Stark die Nachricht erhält, dass Jon Arryn, die rechte Hand des Königs Robert Baratheon, tot ist, kommt Robert nach Winterfell, um Ned zur neuen Hand zu machen und Joffrey mit Sansa zu verheiraten. Auf Befehl des Königs willigt Ned ein. Doch Bran, der es liebt zu klettern, wird von Jaime, weil er weiß, dass Jaime und Cersei Lannister eine Beziehung führen, vom Turm gestoßen. Er überlebt jedoch, wider Willens der Lannisters. Nun trennen sich die Wege. Catelyn und Bran bleiben in Winterfell und auf Bran wird ein Attentat ausgeübt, wobei ihn sein Schattenwolf Sommer in der letzten Sekunde rettet. Catelyn vermutet, dass die Lannisters dafür verantwortlich sind, was sich langsam zu bestätigen scheint. Sie reitet nach Königsmund, um Ned zu warnen, und währenddessen hat Bran seine ersten Visionen vom dreieugigen Raben. Da er nicht mehr laufen kann, testet er seinen speziell angefertigten Reitsattel und wird von Wildlingen, unter anderem Osha, angegriffen, die als einzige überlebt. Währenddessen schenkt Jon Arya ihr Schwert Nadel und reitet zur Nachtwache, wo er sich mit Sam anfreundet. Die Nachtwache schützt schon seit tausenden Jahren die Menschen vor den Gefahren hinter der Mauer. Eines Tages kommt nur das Pferd von Onkel Benjen auf der Schwarzen Festung an, aber Jon ist sich sicher, dass er irgendwo da draußen noch ist. Er leistet seinen Eid und wird überraschenderweise nur als Kämmerer eingeteilt. Eines Tages begegnet er einem Wiedergänger in den eigenen Kammern und tötet ihn. Zum krönenden Abschluss bekommt er noch sein Schwert Langklaue geschenkt. Ned, Sansa und Arya reiten mit einem zweifelnden Gefühl zusammen mit Robert nach Königsmund. Bei der Reise kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Joffrey und Arya, wobei Nymeria zu Hilfe eilt und Joffrey beißt. Arya lässt Nymeria zu ihrem Schutz abhauen. Sansas Schattenwolf Lady wird stattdessen geköpft. Danach kommen sie in Königsmund an. Königsmund ist die Hauptstadt von Westeros und auch der Sitz des Eisernen Throns. Aktuell auf dem Thron sitzt König Robert Baratheon, Bruder von Renly und Stannis Baratheon. Seine Frau ist Cersei Lannister, Schwester von Tyrion und Jaime Lannister. Und ihr Vater ist Tywin Lannister. Ned lernt den kleinen Rat, bestehend aus unter anderem Varys, dem Strippenzieher der Spione von Königsmund, Peter Baelish, Meister der Münze und der Intrigen, und Großmeister Pycelle kennen. Zur Feier des Bündnisses mit den Starks beschließen sie, ein Turnier zu veranstalten. Doch schon bald findet Ned heraus, dass Jon Arryn nicht an einer Krankheit starb, sondern wahrscheinlich vergiftet wurde. Arya bekommt währenddessen eine Schwertkampfausbildung von Syrio Forell. Kleinfinger, der das Vertrauen von Catelyn hat, erzählt ihr, dass der Dolch von Brans Attentat einmal ihm gehörte, jedoch aktuell Tyrions Eigentum ist. Daraufhin nimmt Catelyn Tyrion gefangen und bringt ihn ins Grüne Tal, wo er erst in eine Zelle kommt. Währenddessen möchte Robert Daenerys ungeborenes Kind töten, weswegen Ned seinen Titel als rechte Hand ablegt. Es kommt danach noch zu einem Kampf mit Jaime, der sein Bruder Tyrion wiederhaben will. Dabei wird Ned am Bein verletzt. Robert befiehlt Ned danach, die rechte Hand zu bleiben. Währenddessen schenkt Bronn Tyrion durch ein Urteil durch Kampf die Freiheit. Ned findet nun heraus, dass Jon Arryn kurz vor seinem Tod ein Stammbaumbuch gelesen hat, aus dem durch die Haarfarben zu vermuten ist, dass Joffrey, Myrcella und Tommen keine Baratheons, sondern wahrscheinlich Lannisters sind. Er konfrontiert Cersei mit ihrem Geheimnis, doch Robert zieht sich eine tödliche Jagdverletzung zu, weswegen Ned ihm in seinen letzten Stunden nicht sagen möchte, dass seine Frau ihn jahrelang betrogen hat. In einem letzten Brief ernennt er Ned Stark zum neuen König der Sieben Königslande, bis Joffrey volljährig ist. Renly Baratheon bittet ihn noch, ob er sich mit ihm verbündet, um die Lannisters zu stürzen, doch er lehnt ab und Renly flüchtet aus Königsmund. Danach schickt Ned Stannis einen Raben, um ihn darüber zu informieren, dass er der rechtmäßige König ist. Robert stirbt, Joffrey wird König, Tywin wird zur Hand und Jaime ersetzt den Posten von Sir Barristan Selmy, dem Kommandanten der Königsgarde.
Vor den Stadtwachen und Kleinfinger, von denen er glaubt, sie stehen auf seiner Seite, wirft Ned Joffrey vor, dass er nicht der rechtmäßige König ist. Cersei zerreißt Roberts letzten Befehl und die Stadtwachen töten die Stark-Männer und schon hält Kleinfinger den berüchtigten Dolch an Ned Starks Kehle, woraufhin er vorerst in einen Kerker gesperrt wird. Daraufhin reitet Rob mit seinem Heer Richtung Süden und überquert die Zwillinge unter der Bedingung, dass er und Arya jemand von Wyder Freys Nachkommen heiratet. Die Lannisters haben währenddessen zwei Armeen aufgestellt, die von Tywin und die von Jaime. 2000 Leute schickt Rob zur Ablenkung zu Tywin in den Tod, während er gegen Jaimes Armee siegt und Jaime gefangen nimmt. Trotzdem wird Ned auf Joffreys Befehl von Sir Ilyn Payne geköpft. Danach wird Robb von den Lords des Nordens zum König des Nordens gekrönt. Arya wird von Jorin zusammen mit anderen Rekruten zur Mauer geschmuggelt. Tyrion wird zur neuen Hand und Tywin plant sich auf Harrenhal neu zu formieren und schickt Gregor Clegane, um die Flusslande zu plündern. Das waren die Ereignisse in Westeros. Es gibt aber noch einen anderen Kontinent namens Essos, auf dem sich die letzten Targaryen auf die Zurückeroberung des Eisernen Thrones vorbereiten. Da hätten wir Daenerys und Viserys Targaryen, die Nachkommen des Irrenkönigs Aerys II. Targaryen. Um die sieben Königslande zu erobern, braucht man natürlich eine Armee, weswegen Viserys Daenerys mit Khal Drogo, dem Anführer eines Dothraki-Stamms, verheiratet. Dort trifft sie auch zum ersten Mal auf Jorah Mormont. Bei der Hochzeit bekommt sie 3 Dracheneier geschenkt. Im späteren Verlauf schafft sie es auch, Khal Drogo glücklich zu machen und es entwickelt sich eine echte Liebesgeschichte und Daenerys wird schwanger. Sie kommen in Vaas Dothrak an und Viserys, der König werden will, wird von Khal Drogo getötet, weil er sich über Khaleesi stellt und von Khal Drogo als lächerlich angesehen wird. Daenerys wird wenig später versucht, durch Wein zu töten, auf Roberts damaligen Befehl, den er kurz vor seinem Tod aber noch einmal zurückgenommen hatte. Aber eben zu spät. Sie überzeugt Khal Drogo, die sieben Königslande zu erobern, jedoch verletzt er sich bei einem Kampf. Daenerys bringt die Hexe Miri Mastur ins Spiel, die ein Opfer braucht, um Khal Drogo zu retten. Dieses Opfer ist nur leider Daenerys ungeborenes Kind und das Ganze hat gar nicht mal so viel gebracht. Khal Drogo lebt zwar, kann sich aber nicht bewegen, weswegen Daenerys ihn erstickt. Die Hexe schickt sie auf einen Scheiterhaufen zusammen mit Khal Drogo und ihren Drachen, die nun schlüpfen und sie zur Mutter der Drachen machen. Ja, das war's auch schon wieder mit diesem Recap zu Game of Thrones Staffel 1. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Schreibt eure Meinung zum Video in die Kommentare. Haben wir das Ganze ganz gut zusammengefasst oder eher nicht so? Schreibt das Ganze gerne mal in die Kommentare und abonniert vor allen Dingen unseren Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.